Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Prodekan, den Kern des Studiengangs Literatur und Medienpraxis, den zu leiten ich hier in Essen seit einem Semester mit einem Team toller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Freude habe, den Kern dieses Studiengangs bildet der Literaturbetrieb. Daher habe ich für den heutigen Abend mit Walter Höllerer einen Fokus gewählt, der es mir erlaubt, die Entstehung des modernen Literaturbetriebs ein wenig nachzuzeichnen. Denn Höllerer, von 1959 bis 1989 Germanist an der Technischen Universität Berlin, war einer der ersten, wenn nicht überhaupt der erste, der den Literaturbetrieb in den 1950er, 60er und bis zum Beginn der 70er Jahre dadurch modernisierte, dass er ganz konsequent die ihm in der Zeit jeweils zur Verfügung stehenden Medien in seine Projekte einband und bisweilen auch durchaus für sich zu funktionalisieren wusste. Von daher hat man es bei Höllerer mit einem exemplarischen und zudem auch komplexen Fall des Zusammenspiels von Literatur und Medienpraxis zu tun. Kein Wunder, dass die Zeitgenossen Höllerer mal als einen höchst rührigen Impresario, mal als einen Tausendsasser und Hans Dampf in allen Gassen des Literaturbetriebs beschrieben haben. Ich möchte mit Blick auf Höllerer heute der Frage nachgehen, ob sich seine Position im Literaturbetrieb der 1960er Jahre mit Gewinn als die eines Intellektuellen beschreiben lässt und ob eine solche Form der Beschreibung neue Sichtweisen einerseits auf das Gesamtprojekt Höllerer, andererseits auch auf den Literaturbetrieb seiner Zeit insgesamt ermöglicht. Entsprechend geht es im ersten Teil darum, zunächst einmal ganz heuristisch zu bestimmen, was möglicherweise einen Intellektuellen eigentlich ausmacht. Der zweite Teil versucht dann auf dieser Basis die Aktivitäten Walter Höllerers als ein Projekt der rotierend integrativen Besetzung von ganz vielen Teilbereichen des Literatur-, Wissenschafts- und Medienbetriebs zu charakterisieren, was Sie anhand des kleinen Schemas in dem Handout auch ein wenig mitverfolgen können. Abschließend wird gefragt, warum dieses Projekt Höllerer im Grunde schon nach knapp 10 Jahren, nämlich mit der einsetzenden Studentenbewegung, als anachronistisch erscheinen musste, man aber nichtsdestotrotz sagen kann, dass Höllerer damit den Literaturbetrieb in seiner modernen Form in gewisser Weise neu erfunden hat. Wenn das aus der Position eines universitären Intellektuellen geschah, dann ist zunächst zu fragen, was also einen Intellektuellen ausmacht. Als konstitutive Merkmale sind zunächst einmal seine gesamtgesellschaftliche Sprecherrolle und damit verbunden ein gewisser Anspruch auf Universalität zu nennen. Georg Jäger hat den Intellektuellen daher dem Experten gegenübergestellt. Und Sie müssen sich jetzt schnell noch überlegen, auf welche Seite Sie sich schlagen wollen, die der Experten oder die der Intellektuellen, ehe die Definition kommt. Der Experte, so Jäger, könne sich auf fachspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse berufen, die er in der Regel in einer Ausbildung erworben und durch Prüfungen nachgewiesen habe. Demgegenüber seien die Intellektuellen Fachleute eines integrierenden Dilettantismus. Wenn Sie jetzt falsch gewählt haben, wissen Sie warum. Auf vielen Gebieten. Als Spezialisten für das Wort schließen Sie die verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereiche sprachlich miteinander kurz. Wenn es aber offensichtlich um das sprachliche Zusammenführen von Spezialwissensgebieten zu Synthesen geht, dann liegt es nahe, die Spezifik des Intellektuellen diskurstheoretisch zu reformulieren und ihn als Spezialisten für diskursverbindende, eben interdiskursive Synthesen zu charakterisieren. Also als jemanden, der Breitenwirkung dadurch erzielt, dass er als nicht spezieller Ort der Bündelung von im Alltag immer nur arbeitsteilig verfolgten Teilgebieten fungiert und auf diese Weise vielfältig anschlussfähige und attraktive Publikumsprojekte in Form von imaginären Ganzheiten anbietet. Genau dies haben Intellektuelle aber mit der ebenfalls hochgradig interdiskursiven modernen Literatur gemeinsam, sodass es nicht von ungefähr kommt, dass Schriftsteller vor Vertretern anderer Berufsgruppen wie Politikern und Wissenschaftlern immer wieder als Intellektuelle bezeichnet werden. Die Position einer solchen
integrativ wirkenden intellektuellen Stimme war nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch vakant und für einige Zeit nur wechselnd besetzt war. Für die Gruppe 47 beispielsweise sprach Robert Neumann von den, Zitat, Zufallsausfüllern eines Vakuums. Insbesondere schienen die als Interdiskursexperten geradezu ja prädestinierten Schriftsteller nicht mehr in Frage zu kommen. Was zum einen daran lag, dass die NS-nahen Autoren viel vom positiven Kredit der Schriftsteller als hörenswerten Stimmen verspielt hatten, zum anderen aber auch an einer generellen Skepsis gegenüber großen Synthesen, die immer auch ideologieanfällig waren. Das machte es schwer bis unmöglich, große Synthesen in der Nachkriegszeit wirkungsvoll ins Spiel zu bringen. Wollte man in dieser Situation dennoch die Position einer vom Literarischen herkommenden öffentlichen Stimme ausfüllen, dann musste dies völlig anders geschehen als durch die bisher üblichen Kopplungen im Diskursspektrum von Politik, Literatur, Religion und Populärwissenschaft. Andere Kombinationen gesellschaftlicher Teilbereiche und ihrer Diskurse mussten von anderen, neuen Sprecherpositionen aus zu anderen Synthesen als bisher zusammengeführt werden. Genau das ist die Lücke, die Höllerer zwischen 1959 und 1968 für eine Spanne von knapp 10 Jahren eher nutzte für sich als wirklich füllte. Und zwar mit seinem Projekt der Kombination und teilweise auch Integration öffentlichkeitsrelevanter literarisch-medialer Arbeitsfelder unter weitgehendem Ausschluss von sogenannter großer Politik, aber unter Einschluss der Literatur und im Weiteren auch Kulturpolitik der Stadt Berlin. Dabei positionierte sich Höllerer innerhalb seiner Integrationskonstellation sehr geschickt, indem er über das breite Spektrum seiner Arbeitsfelder hinweg rotierte und dadurch weder für ein einziges vereinnahmt werden konnte, noch Gefahr lief, als übermächtiger Integrator zu erscheinen, der alle Felder zu besetzen in der Lage gewesen wäre. Und das hätte ihn unweigerlich vom Intellektuellen hin auch zum Dilettanten gemacht. Nicht nur die Kombination von in der Regel eher arbeitsteilig verfolgten Bereichen des Literaturbetriebs machte demnach die Spezifik Höllerers als Intellektueller seiner Zeit aus, sondern das Rotieren innerhalb des gesamten Spektrums der von ihm verfolgten Teiltätigkeiten, wobei als weiteres wichtiges, konstitutives Element tendenziell auch noch die gegenläufige Besetzung der einzelnen Arbeitsbereiche hinzukam. Also die Strategie, auf einem Platz, auf dem Höllerer gerade stand, wenn irgend möglich eine nicht genuin damit verbundene und gerade nicht erwartete Position einzunehmen. So trat er bei der Gruppe 47 unter lauter Schriftstellern zunächst über längere Zeit ausschließlich als Kritiker, Organisator und Einkäufer für die Zeitschrift Akzente auf. Weniger jedoch als Dichter, was zu einem hohen Grad an Ambivalenz zwischen seinem Beobachter und seinem Mitgliedsstatus führte. Umgekehrt betätigte sich der Lyriker Höllerer als Herausgeber, der Wissenschaftler an der Technischen Universität Berlin als Literat, ja im emphatischen Sinne als Dichter, der literarische Autor in Rundfunk und Fernsehen wiederum als Wissenschaftler, der Germanist eigentlich als Komparatist und der Herausgeber der Akzente bei Hansa als Einkäufer und Literaturagent für Suhrkamp. Man könnte das eine Strategie des Sich-Dislozierens auf verschiedene Orte hin bezeichnen, die allerdings so angelegt war, dass die damit verbundenen Erwartungsirritationen dann auch zu einem Effekt von Integration führten, und zwar umso intensiverer Integration, je schneller und je öfter die Wechsel zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen erfolgten. Man kann sich vorstellen, man müsste das sehr schnell intensivieren, und je schneller diese Maschine des Positionswechsels rotiert, umso integraler wirkt das Ganze. Solche mehrfachen Positionswechsel hat Claude Lévi-Strauss als eine gegenüber der Figur des gesellschaftlich relevante Gegensätze in sich vereinenden Tricksters als zwar schwächere, jedoch ebenfalls durchaus wirkungsvolle Form des imaginären Ausgleichs zwischen eigentlich antagonistischen Positionen beschrieben. Im Falle Höllerers scheint es dabei gerade die Schriftsteller, das heißt die Künstlerseite gewesen zu sein,
die ihn für die Tätigkeit als Literaturvermittler prädestinierte. Denn sie stellte sicher, dass er trotz aller wissenschaftlichen Fortschrittlichkeit und insbesondere Offenheit für Mediales und Technisches stets auch als jemand angesehen werden konnte, der die ältere, aus dem 19. Jahrhundert resultierende Bestimmung des Geisteswissenschaftlers als Künstler weiter tradierte. Dieses Konzept war bis zum Zweiten Weltkrieg ja nicht untypisch, man denke etwa nur an den George-Kreis. Während Künstler-Wissenschaftler vom Typ eines Friedrich Gundolf den Antagonismus zwischen Kunst und Wissenschaft aber durch die Wiederholung dieses Antagonismus innerhalb der Wissenschaft wiederholten und reproduzierten, konnte Höllerer Kunst und Wissenschaft durch seinen wissenschaftlichen Heimatort an einer technischen Universität und durch die Semiologie, später Semiotik, als Bezugstheorie mit einem dezidiert scientistischen Theorieinstrumentarium sowie durch sein Agieren auf institutionell und auch räumlich ganz getrennten Bühnen ständig voneinander trennen und gleichzeitig aufeinander beziehen. So betrachtet hat Höllerer die Vorkriegskonstellation des Bedingungsdreiecks von Literatur, im weiteren Kunst überhaupt, Literaturwissenschaft und harten Natur- bzw. Ingenieurwissenschaften, worunter eben auch die Techniken zählten, dadurch modernisiert, dass er dieses alte Denkmodell von Wissenschaft als Kunst versus harte Wissenschaften in das Modell eines auch technisch-mediale Aspekte einbeziehenden Positionswechsel überführt hat. Dafür gab sein Leben und Agieren zugleich die sinnfällige Anschauungsform ab. Auf diese Weise war auf keinem seiner Arbeitsfelder die Reputation des einen durch das Image des jeweils anderen gefährdet. Dichter und Wissenschaftler, Literat und Literaturvermittler zu sein, waren bei ihm keine Gegensätze mehr. Das war gegenüber der seit Beginn der klassischen Moderne geführten Diskussion um das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft eine neue, kreative, wenn auch eher auf vermeidende Ausgrenzung der drohenden Konflikte setzende Innovation. Erleichtert wurde sie durch die ab Ende der 1950er Jahre für einige Zeit vermehrt auch für Literatur zur Verfügung stehenden Sendeplätze in den Medien, in Rundfunk und in Fernsehen. Vor diesem Hintergrund scheint es mir nicht ganz richtig, beziehungsweise auch Teil einer gewissen Höllerer Mythisierung zu sein, ihn einfach nur, wie beispielsweise Hermann Schlösser, als dichtenden Germanistikprofessor zu bezeichnen oder wie Norbert Miller zu konstatieren, dass Höllerer den Dichter, den Essayisten, den Wissenschaftler und den um Einsicht werbenden Polizisten nie in sich getrennt habe. Das ist eigentlich angewandter Lévi-Strauss, was Miller da praktiziert. Demgegenüber möchte ich im Folgenden an einigen Beispielfeldern aus Höllerers Tätigkeitsspektrum zeigen, dass er mehr rotierte als synthetisierte, dass er stets entweder Germanistikprofessor oder Dichter war, entweder Dichter oder Literaturvermittler, was kleinere Projekte der Integration auf einer subdominanten Ebene durchaus einschloss. Solche kleineren Projekte lassen sich teilweise sogar bis ins Detail hinein verfolgen. Sie stellen für Höllerer die Bedingung der Möglichkeit dar, in den 1950er und 60er Jahren als eine Art Spinne im Netz des Literaturbetriebs zu erscheinen, und zwar ohne die zu diesem Zeitpunkt noch unmögliche große Synthese hier wirklich leisten zu müssen und es, glaube ich, auch nicht gewollt oder taktisch für klug erachtet zu haben. Das erste dieser kleineren, subdominanten Integrationsprojekte ist das von Dichter und Kritiker. Seinen Kern findet man in der Struktur der 1954 gegründeten und für lange Zeit zusammen mit Hans Bender herausgegebenen Zeitschrift Akzente, Zeitschrift für Dichtung, die von vornherein auf ein Zitat ineinander von Dichtung und poetologischer Einsicht sowie Kritik ausgerichtet war. Letztere im Sinne des weiten angloamerikanischen Begriffs von Criticism. Auch in der Gruppe 47, also auf dem engeren Feld der Literatur, kam zu diesem Kern das Element der rotierenden Besetzung ganz verschiedener Felder hinzu. Fungierte Höllerer doch zunächst als Kritiker, dann als Organisator, dann als Herausgeber der Akzente und erst sehr viel später als Dichter unter Dichtern.
eng mit diesem ersten Teilprojekt zusammenhängt, zweites Beispiel, die Kombination von Dichter und Wissenschaftler, die ich nur symptomatisch belegen will. Von seinem französischen Kollegen Pierre Chevalier zu einem Vortrag eingeladen, antwortete Höllerer auf eine Weise, darauf haben Roland Berbig und Alexander Krüger hingewiesen, die den Literaturwissenschaftler und den Autor zugleich ins Spiel brachte, und zwar auch hier wieder nicht wirklich integral, sondern in Form des Positionswechsels im Nachhinein. In Höllerers Schreiben an Chevalier heißt es, Zitat, als Thema würde ich vorschlagen, deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert und einige Verbindungslinien zur französischen und englischen Lyrik. Ich würde in diesem Rahmen auf Ihre beiden Leitbegriffe Engagement und Revolt eingehen und, wenn Sie es wünschen, auch aus eigenen Texten lesen. Falls Ihnen das lieber ist, kann ich neben dem Vortrag am nächsten Tag eine Lesung aus eigenen Texten abhalten. Man kann aber auch beides miteinander kombinieren. Lesung muss sein. Die prinzipiell auch denkbare Alternative, nur Wissenschaft ohne Lesung, wird damit gar nicht mehr ernsthaft erwogen, sondern nur eben die Kopplung der beiden im Nacheinander. Auch hier haben wir es wieder mit einer der partiellen Integrationen im Gesamtfeld des großen Tätigkeitsspektrums von Höllerer in Form des Rotierens zu tun, praktiziert als einfacher Positionstausch. Was den Wissenschaftler Höllerer angeht, ist drittens die Verknüpfung von Literaturwissenschaft, Linguistik und Technik relevant, die auf dem Feld der Semiologie als gemeinsame Bezugstheorie realisiert werden sollte. Und zwar um die, Zitat, Sprache im technischen Zeitalter, so ja dann auch der Titel der von Höllerer ab 1961 herausgegebenen Zeitschrift, an der Technischen Hochschule Berlin adäquat zu erforschen. In Höllerers Memorandum zur Gründung eines Instituts Sprache im technischen Zeitalter vom 8. Dezember 1959 heißt es, Zitat, ein weiterer Bereich der wissenschaftlich-theoretischen Untersuchungen dieses Instituts wird sein, die Brücke von der Sprache zur modernen Literatur zu schlagen. Wie hat sich die moderne Literatur dem technischen Sprechzustand angepasst? Welche Gegenkräfte hat sie dagegen entwickelt? Wie sind die Zusammenhänge zwischen Sprache im technischen Zeitalter und der modernen Lyrik, der modernen Prosa, der modernen Dramatik und der modernen Kritik? Eine Abteilung des Instituts wird sich vor allem mit der literarischen Kritik als Sprachkritik befassen, auch mit der kritischen Auseinandersetzung mit den spezialisierten Fachsprachen, der Diktion von Fachaufsätzen, nicht zuletzt mit der politischen Rhetorik im technischen Zeitalter und der Sprache des Kulturbetriebs. Von einer solchen Aktivität kann ein neuer Impuls für eine gemeinsame kritische wissenschaftliche Grundlegung der speziellen Wissenschaften erwartet werden. Das ist ein Satz, der sonst nur großen Philosophen ansteht, die Grundlegungen der allgemeinen Wissenschaften machen. Dass es aber auch hier nur um Synthese, nicht um Synthese, um intensive Synthese, sondern wiederum nur um den fortlaufenden Wechsel zwischen den Perspektiven von Linguistik und Literatur sowie zugleich von Kunst, Dichtung und Technik geht, macht die Ergänzung von Sprache im technischen Zeitalter durch das sofort folgende Jahrbuch Literatur im technischen Zeitalter deutlich. Gedacht war Sprache im technischen Zeitalter, heute kurz Spritz genannt, wie Höllerer in seiner Dankesrede zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der TU Berlin ausführte, als Komplementärstück zu den Akzenten. Höllerer in seiner Dankesrede: Sie sollte durch Essay den Disput fördern. Wir verwiesen in ihr auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die das elektronische Zeitalter auf allen Gebieten des täglichen Lebens mit sich brachte. Diese Kopplung wiederum auch hier von Literatur, Literaturwissenschaft, Linguistik und Technik sowie Technikbewusstsein musste konsequenterweise dann auch die Medien einbinden. Hier ist viertens insbesondere die Kopplung von Lyrik mit Medien wie Fernsehen, Radio und Schallplatte zu nennen. Bei der Schallplatte wird ja gerade hoch mit Populärkultur innerhalb eines Mediums der Populärkultur verkoppelt. Diese Kopplung von Literatur und Fernsehen folgte dann als nächstes und aus ihr entstand eine Verbindung von Hochkultur mit einem gewissen Showcharakter,
wie ihn die moderierte Autorenlesung im Fernsehen unweigerlich mit sich brachte. Die Verknüpfung von Literatur und Medien gelang Höllerer für eine ganze Zeit produktiv und ohne die von Arnold Gehlen schon früh diagnostizierte Gefahr, als literarisch-wissenschaftlicher Intellektueller durch die modernen Medien zum Entertainer zu werden und dadurch den Status des Intellektuellen und die eigene authentische Individualität zu verlieren. Dazu war das Fernsehen und die Kopplung des Mediums Fernsehen mit Literatur einfach noch zu neu. Denn die Literatur kam mit dem Mitschnitt der Lesereihe Höllerers 1960-61 durch den Sender Freies Berlin gerade erst im neuen Leitmedium an. Das zunächst noch eher ein Faktor der Verfremdung war, als dass er die Literatur hätte überlagern können. Was Höllerer in seiner Einführung auch direkt ansprach. Zitat Höllerer: Die Störungen, die die Apparaturen von Rundfunk und Fernsehen notwendigerweise für Sie, die Anwesenden im Saal, mit sich bringen, werden Sie sicherlich mit Verständnis hinnehmen, wenn Sie bedenken, dass diese Apparatur es ermöglicht, denjenigen unserer bisherigen Studenten und denjenigen Mitbürgern, die wir gern hier hätten, die gerne kämen, die aber gehindert werden zu kommen, diese Lesereihe zu übermitteln. Im Namen der Humanistischen Fakultät, der TU Berlin und im Namen des Außeninstituts begrüße ich Sie alle, sehr verehrte Anwesende und die Hörer und die Fernseher. Da sieht man noch, wie neu das mit dem Medium war. Kein Mensch wird heute mehr die Fernseher begrüßen, weil wir das mit den technischen Apparaten verbinden, sondern die Zuhörer und Zuschauer daheim vor den Geräten. Aber das kann Caroline Reiber besser als ich. Wie sehr man mit der Kopplung von Literatur und Fernsehen noch am Anfang stand, machen zwei Beispiele aus dem von Helmut Böttiger herausgegebenen Band mit Dokumenten zu Höllerer deutlich. Das erste Beispiel stammt aus der Zeitung Die Welt, die über die Lesereihe am 6. Dezember 1960 unter anderem mit den Worten berichtete: Eine seltsame Szenerie. Da sitzen vier Herren im Scheinwerferlicht vor einer Wand. Sie sitzen im Straßenanzug an Tischen mit Stahlrohrbeinen, die wiederum schwarze Flügel aus Holz oder Kunststoff haben. Hinter diesen Herren sind paravantartige Wände aufgerichtet mit eigentümlichen toten Farben, hellgraue, grünliche, rötliche, bläuliche Platten vor einem dunkelgrauen Hintergrund. Vor ihnen stehen drei Apparaturen auf Stahlfüßen und diese steigen hoch und versinken wieder und bewegen sich nach rechts und nach links. Drei Männer springen drumherum, während die vier Herren reden oder sich Zigaretten anzünden. Das war damals im Fernsehen noch möglich. An der Lässigkeit der Sitzenden erkennt man, dass die vor ihnen sich bewegenden Männer kein Peloton, kein Erschießungskommando sind, obwohl aus jeder dieser Apparatoren vier Geschützrohre sich drohend auf die Herren an der Wand richten. Nein, meine Damen und Herren, wir haben es zweifellos mit einer Fernsehlandschaft vor uns zu tun. Und die drei sich geheimnisvoll bewegenden Apparate, auf denen zuweilen ein rotes Lämpchen aufglüht, sind mit schwarzen, hinter den Flügeln der Tische gewickelten Kabeln verbunden und diese wiederum mit dem Funkhaus, wo mehrere hundert Menschen damit beschäftigt sind, das, was hier aufgenommen wird, in den Raum auszustrahlen. Das Ganze, meine Damen und Herren, ist eine Dichterlesung in der Berliner Kongresshalle. Das zweite Beispiel, was zeigt, wie neu das Medium Fernsehen in Verbindung mit Literatur war, berichtet von ganz anderen Schwierigkeiten bei dem Versuch, beides zu koppeln. Mit unvorhergesehenen Herausforderungen hatte man es nämlich zu tun bei der Lesung des Nobelpreisträgers Salvatore Quasimodo, des italienischen Nobelpreisträgers. Ein strenger Mann, der mit lässiger Grandezza den Stolz des Sizilianers ausstrahlte und fortwährend, wie könnte es anders sein, Zigaretten im Fernsehen rauchte. Das anfangs noch gestoffene, scharfe Bild von Quasimodo löste sich deshalb im Laufe der Zeit in Rauchschwaden auf und gegen Ende der Lesung war Quasimodo überhaupt nicht mehr zu sehen. Man könnte die Reihe dieser Tücken der Kopplung von Fernsehen und Literatur weiterführen. Die dritte schöne Geschichte ist die, als Walter Höllerer Heimito von Doderer zu Gast hatte
und Höllerer ja ein eher kleiner, schmächtiger Mann, während Hermito von Dodera ein durchaus sehr großer, korpulenter Mann gewesen ist und die Kamera beim Umschwenken von beiden auf beide immer nur Brustbilder von Dodera fabrizierte, kann man sich auf YouTube angucken, ist sehr schön. Soweit die Tücken der frühen Kopplung von Literatur und Fernsehen als Medium. Doch zurück zur Theorie und zu dem beschreibenden Modell der rotierenden Integration Höllerers. Am deutlichsten wird es vielleicht fünftens an Höllerers Herausgeber, und das heißt vor allem Anthologistentätigkeit, die es ihm erlaubte, souverän zwischen Wissenschaft, Literatur und Essayismus hin und her zu wechseln, also Schnittstellen herzustellen, um sie, wie könnte es anders sein, gleich wieder zu unterlaufen. Symptomatisch sind hier bereits die Titel der von Höllerer herausgegebenen Anthologien. Im Falle von Ein Gedicht und sein Autor, Lyrik und Essay, herausgegeben und mit Einleitungen versehen von Walter Höllerer, ist es der Plural bei Einleitungen, der nicht nur untypisch für die Gattung ist, sondern vor allem den kommentierenden und interpretierenden Literaturwissenschaftler in einem Feld stark macht, das eigentlich als eines von Autoren untereinander, ja sogar in der emphatischen Variante von Lyrikern untereinander gilt und bei dem sich der herausgebende Wissenschaftler traditionellerweise auf einen ein- oder ausleitenden Part zu beschränken hat. Doch eine Dominanz des Literaturwissenschaftlers Höllerer ist hier ebenso wenig intendiert wie im Falle von Transit, Lyrikbuch der Jahrhundertmitte, herausgegeben mit Randnotizen von Walter Höllerer, indem dieser die einzelnen Gedichte in Form von rahmenden Notizen assoziativ weiterführte. Höllerer ist hier also Herausgeber, Vorwortschreiber, Beiträger, einer, der mit 11 Gedichten am stärksten vertreten ist, und auch noch Kommentator auch der eigenen Gedichte auf der Schwelle zwischen Literaturwissenschaft, Merksatz, ästhetischem Glaubensbekenntnis, Aphorismus und Essay, wobei die Favorisierung des Essays wiederum im interdiskursiven Charakter dieser Textsorte liegt. Das Projekt rotierender Integration und der Rückgriff auf die Textsorte Essay scheinen sich also wechselseitig zu stützen. Zu fragen ist, warum diese Kombination auf der Hand lag, worauf in einem kleinen Exkurs zum Essayismus als synthetisierendem Schreibverfahren eingegangen werden soll. Wenn die Besonderheit von Literatur in ihrer je spezifisch realisierten Form der Zusammenführung mehrerer Spezialdiskurse besteht, dann ist auch der Essay als literarische Form zunächst einmal ein diskursverbindendes Genre und der Essayismus ein entsprechendes Schreibverfahren. Hinzu kommt das Changieren essayistischer Schreibweisen zwischen den beiden Polen von Wissenschaft und Literatur, sodass man sagen muss, dass der Essay zwar ebenso wie Literatur überhaupt interdiskursiv dominiert ist, aber doch zugleich auch noch einen nicht unerheblichen Rest an spezialdiskursiver Ausrichtung aufweist. Das bedeutet, je stärker man den Essay an den Pol Wissenschaft bindet und je weniger an den der Literatur, umso mehr ist er auf Denotation und Eindeutigkeit und umgekehrt genauso wenig auf Vieldeutigkeit und Mehrfachlesarten hin festgelegt. Genau umgekehrt sieht es aus, wenn man den literarischen Charakter des Essays besonders stark betont. Analytisch lassen sich diese Bestimmungen des Essayistischen an zahlreichen Texten Höllerers und eben auch an den Randnotizen, die er mit drucken lassen hat in seinen Anthologien, exemplarisch und schnell belegen. Soweit zum essayistischen Schreiben als einem weiteren in der Reihe der kleinen Integrationsprojekte. Biografisch betrachtet kommt sechstens noch das Projekt der wechselnden Wohnsitze und Arbeitsorte hinzu. So schreibt Herbert Göpfert in der Festschrift Bausteine zu einer Poetik der Moderne, dass es Höllerer schon zum Zeitpunkt der Gründung der Akzente wichtig gewesen sei, Zitat, an mehreren Orten Domizile zu haben und je nach Belieben oder nach Arbeitsvorhaben hier oder dort zu leben. In Erlangen, wohin er noch von den letzten Studiensemestern her Beziehungen hatte, in Frankfurt, wo er an der Universität tätig war, und in Heidelberg, wohin er sich gern zu seinen eigenen Angelegenheiten zurückzog. In dem im Walter-Höllerer-Archiv in Sulzbach-Rosenberg, ich erkläre ihn nachher beim
Getränk auch gerne, wo das liegt, vorhandenen Material wäre gelegentlich einmal genauer zu überprüfen, ob und wie wirklich einzelne Aufenthaltsorte mit speziellen Arbeitsprojekten korrelierten. Siebtens schließlich dienten Höllerer auch Pseudonyme dazu, das Rotieren und zugleich das Prinzip der gegenläufig unterlaufenden Besetzung von Arbeitsfeldern in noch einmal zugespitzter Form zu praktizieren. Den Band Deutsch, gefrorene Sprache in einem gefrorenen Land, Polemiken und Aufsätze des Literarischen Kolloquiums Berlin, gab Höllerer, darauf hat Michael Kemper van den Bogart hingewiesen, unter dem Pseudonym Friedrich Hand heraus. Veröffentlichte in diesem Band aber einen Namen, nicht nur unter dem Namen Friedrich Hand, sondern auch als Walter Höllerer. Das Vorwort ist dann aber wiederum mit Friedrich Hand unterzeichnet, das Nachwort mit Walter Höllerer. Damit das Prinzip des sich immer wieder auf andere Orte Stellens zugleich maximal ausgeschöpft, der Integrationseffekt damit aber auch ganz stark zusammengeschmolzen, denn er kann nur noch erzielt werden, wenn man eigentlich schon zu den Eingeweihten gehört und das Pseudonym auflösen kann. Wie wichtig die Mischung aus dem Spektrum der sieben hier aufgezeigten kleinen Kopplungen sowie der Rotation und gegenläufigen Positionsbesetzung für Höllerer war, zeigt sich in solchen Momenten, in denen er sich nicht mehr darauf zurückziehen konnte, in denen er genau das nicht mehr praktizieren konnte. Eine solche Situation stellte seine erste Lesung aus dem Roman Die Elefantenuhr beim Treffen der Gruppe 47 in Elmenau dar, von der Hans-Werner Richter rückblickend berichtet, Zitat, ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Augenblick. Ich rief ihn zur gegebenen Zeit auf und er strebte sogleich auf den Stuhl zu, der neben mir stand, mit seinem Romanmanuskript in der Hand. Er war sehr aufgeregt. Ich hatte ihn noch nie und habe ihn auch später nie wieder so gesehen. Er schien seine Selbstbeherrschung völlig verloren zu haben. Ja, es ist mir damals vorgekommen, als sei er der Auflösung nahe. Sein Gesicht war fahl und seine Nase, seine, wie ich meine, bemerkenswerte Nase, eine bedeutende Nase, war fast grün. Natürlich war es schwerer für ihn als für andere. Er hatte sich seit Jahren an der Kritik beteiligt und sein Auftritt als Romancier würde sicher schärfer und genauer beurteilt werden als die Arbeit irgendeines Unbekannten. Was es auch immer war, für ihn war in diesem Augenblick der elektrische Stuhl eine Art Prüfstand. Das ritualisierte Setting in der Gruppe 47, des sogenannten elektrischen Stuhls, auf dem jeder Lesende Platz zu nehmen hatte, machte das von Höllerer auch sonst innerhalb der Gruppe praktizierte, sich auf andere Orte stellen, unmöglich, was zu jenem vorübergehenden Souveränitätsverlust führte, den Richter hier sehr genau beschrieben hat. Insgesamt wird man sagen können, dass Höllerer keineswegs derjenige war, der alles mit allem im Literaturbetrieb vernetzt hat, wohl aber jemand, der sich selbst und sein immenses Tätigkeitsspektrum als eine maximal breit angelegte Klammer inszeniert hat und innerhalb dieser breiten Klammer kleinere Kopplungsprojekte realisiert hat. Das zeigt sich in dem Rotieren quer durch die einzelnen Arbeitsfelder und in der Selektivität bzw. Partialität dieser Projekte, von denen man auch auf der Ebene programmatischer Absichtserklärungen einige finden kann, die einfach dort stecken geblieben sind. Tendenziell kann man beispielsweise Höllerers Orientierung an der Semiologie als Element eines integrierend gedachten theoretischen Überbaus ansehen, der aber nicht bis in seine wissenschaftlichen Texte durchschlägt, die eher einer traditionellen Hermeneutik auf Basis genauester Textkenntnisse folgen. Von daher besteht eine gar nicht zu gering erachtende Leistung Höllerers darin, alt und neu zu Beginn der 1960er Jahre miteinander konfrontiert und so das Terrain für die linguistische Wende der Literaturwissenschaft mit vorbereitet zu haben. Dabei betrieb Höllerer keine Integration im Sinne semantisch intensiver Zusammenführung, sondern rotierte eben als eine Art Literaturmanager von der Homebase eines durchaus emphatischen Dichterverständnisses aus und ersetzte Inhalte vielfach auch schlicht durch Funktionen, mit Ausnahme des Gebietes der Dichtung und darin wiederum der Lyrik selbst. Integration der Felder gelang nicht in den Texten, weder den literarischen noch den wissenschaftlichen,
sondern nur in der Praxis des Wechsels über die Funktionspositionen hinweg. Viel Verschiedenes tun, es aber nie gleichzeitig tun, sodass Integration nur im zeitlichen Nacheinander entsteht. Das entspricht übrigens auch recht genau der Bewegungsmetaphorik in der Transit-Anthologie. Dieses Spektrum der Projekte, das man auf die Formel Autor plus Wissenschaftler plus Medien minus Politik gleich Intellektueller im Literaturbetrieb bringen könnte, funktionierte so lange reibungslos, bis es durch die Studentenbewegung vehement in Frage gestellt werden musste. Denn eine der Voraussetzungen dafür, dass Höllerers Projektespektrum in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren funktionierte, war der weitgehende Ausschluss von großer Politik, was Richter geradezu als Wesenszug Höllerers beschrieben hat. Politik, ja Weltpolitik, forderte die Studentenbewegung aber gerade ein und machte sie zum Bewertungsmaßstab von Literatur. Von daher verwundert es nicht, dass Höllerer bei der Tagung der Gruppe 47 im Jahr 1967 ausgebuht wurde, und zwar mit lauten Rufen, Dichter, I, Dichter, Dichter, I, Rufen. Auch nach Höllerer besteht das Feld der für den Literaturbetrieb relevanten Teilbereiche strukturell nahezu identisch weiter, wird aber von den Akteuren nicht mehr in Gänze zu besetzen gesucht. Vielmehr bilden sich speziellere Kopplungen mit höherem Professionalitätsgrad für eingeschränktere Teilbereiche des Literaturbetriebs heraus. Zudem nutzen Schriftsteller die Medien inzwischen zunehmend und offensiver selbst, wofür Martin Walser, der im Februar 1956 in einem Brief an Höllerer das Fernsehen noch als Wurzel allen gesellschaftlichen Übels anprangerte, bis heute ein durchaus hinterfragbares, wenn auch illustres Beispiel abgibt. Hinzu kommt, dass sich die Rezipienten von Literatur bereits in den 1960er Jahren, ich habe gerade ein Buch redigiert, das heißt Prinzipien der Literatur, da schlägt die Verlagsseite in mir durch. Also hinzu kommt, dass sich die Rezipienten von Literatur bereits in den 1960er Jahren in verschiedenste Milieus ausdifferenziert hatten, was so breit angelegte Publikumsprojekte wie dem Höllerers abträglich sein musste. Denn die relative Geschlossenheit der literarischen Milieus bildete eine der Voraussetzungen für den Erfolg des von ihm praktizierten Modells der medial gestützten Vermittlung von Gegenwartsliteratur auf allen nur denkbaren Kanälen. Dislozierende Rotation bei zugleich hochgradig ausdifferenzierten Rezeptionsmilieus wäre heute aber kaum mehr erfolgreich zu praktizieren. Dieser Befund gilt, last but not least, ähnlich auch für den Wissenschaftler. Denn die Realisierung des von Höllerer intendierten semiologischen Programms hat an der TU Berlin bereits die ihm nachfolgende, eigentlich sogar schon die sich mit ihm überlappende Generation, nur noch spezialisiert übernommen. Friedrich Knilly in Form der Filmsemiotik, Roland Posner für die allgemeine Semiotik, was in beiden Fällen unweigerlich mit zunehmender Spezialisierung der Theoriebildung einherging, von der sich Höllerer fernhielt, indem er sie gelegentlich programmatisch thematisierte, es dabei dann aber auch einfach beließ. Was Höllerer noch in einer Person zu repräsentieren, zu organisieren, umzusetzen und zu lehren suchte, ist inzwischen ein ziemlich breites Feld zwischen Primär- und Sekundärliteratur, Forschung und Literaturvermittlung, Literatur und Medienpraxis geworden, das wir in unserem Masterstudiengang Literatur und Medienpraxis mit einem ganzen Stab von haupt- und nebenamtlich Lehrenden abdecken. Ihnen und euch allen ganz herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme hier in Essen und die so angenehme wie produktive Zusammenarbeit, von der ich hoffe, dass wir sie noch lange so weiterführen können. Damit, meine Damen und Herren, bin ich am Ende, aber leider nur fast am Ende angelangt. Denn da es sich um eine Antrittsvorlesung handelt, möchte ich in 2 Minuten noch gern skizzieren, was ich mit meinem Team in den nächsten Jahren an Forschungsprojekten vorhabe und in Angriff nehmen möchte. Ein erstes betrifft gleich den Nachlass Walter Höllerers. Hermann Kölfen hat bereits darauf angespielt. Im Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg, in dem es mehr als 130 Aktenordner an Zeitungsausschnitten zu Themen wie Sprache des Sports, Sprache der Literaturkritik, Sprache der Politik, Sprache West, Sprache Ost, Sprache des Tanzes, Sprache der Mode und so weiter gibt,
mit Zeitungsausschnitten aus den Jahren 1950 bis 67. Auf dieses großen Teils noch überhaupt nicht ausgewertete Material aus dem Archiv des Instituts für Sprache im technischen Zeitalter wollen wir interdiskurstheoretisch zugreifen und die wichtigsten gesellschaftlichen Diskurslinien vor der Zäsur von 68 untersuchen. Das, was eigentlich immer die meiste Arbeit bei solchem Forschen macht, nämlich das Zeitungsausschnitte sammeln, das hat uns Höllerer da in gewisser Weise ja schon abgenommen. Ein weiteres Projekt ist als Kooperation mit der Universität Luxemburg angelegt und wird für den geografischen Raum Luxemburg, Deutschland, Niederlande und Belgien untersuchen, wie Multiliterarizität funktioniert. Damit wollen wir dem linguistischen Paradigma der Multilingualität ein literatur- und kulturwissenschaftliches an die Seite stellen, das nicht im meist viel zu großen Sack der Interkulturalität sofort versackt und verschwindet. Weiter geht es in einem beantragten größeren EU-Projekt um die kulturwissenschaftliche Untersuchung von drei Länderecken in Europa, was wir beispielsweise zusammen mit Frau Zepel-Kaufmann und ihren Mitarbeiterinnen machen. Wo habe ich sie? Irgendwo. Und die damit verbundenen Fragen von Die und Rebordering. Sollte es klappen, werden wir hier zusammen mit dem Düsseldorfer Kollegen Reinhold Görling das zentrale Theorieprojekt zu Raum- und Grenztheorien betreuen, sowie das Teilprojekt zum Luxemburger Mehrländereck zusammen mit Wilhelm Amann und Dieter Heimböckel von der Universität Luxemburg. Mit Werner Jung, Ute Gerhardt von der TU Dortmund und Ralf Köhnen von der Ruhr-Universität ist als viertes ein Mercator-Antrag zu Entwicklungslinien der Gegenwartsliteratur im Ruhrgebiet inzwischen gestellt. Und last but not least möchte ich die seit vielen Jahren bewährte Zusammenarbeit mit Clemens Kammler und Elke Reinhard Becker fortführen, nämlich in Form einer Tagung zum Thema Badseller und Bestseller. Und möglicherweise ist das das erste Projekt, was wir von diesen allen realisieren können. Das allerletzte, oh nein, meine Frau ist da, ich sage das vorläufig allerletzte Projekt, das ich in Angriff nehmen möchte, betrifft unseren Masterstudiengang Literatur und Medienpraxis und da eigentlich eher die Studierenden und die Lehre. Denn wir möchten gerne den Absolventen unseres Studiengangs so etwas wie einen dauerhaften Bezug oder eine dauerhafte Heimat geben und einen Alumni-Verein gründen. Nun sieht es so aus, dass man für die Gründung eines solchen Projekts in Deutschland erstmal ein eingetragener Verein sein muss, was rund 500 Euro kostet. Und wir haben so ein kleines Sparschwein da hinten von den Studierenden aufgestellt, worauf ich hinweisen soll, mit der unverhohlenen Idee, dass der Grundstock, den wir da schon, das ist ein ganz ordentlicher Grundstock, hineingegeben haben, sich auf wundersame Weise vielleicht auch vermehrt, sodass wir diesen Alumni-Verein schon bald ins Leben rufen können. Für mein Mitarbeiterteam und auch mich selbst wäre es natürlich eine große Freude, alle diese Projekte realisieren und erfolgreich zum Abschluss bringen zu können. Eine noch größere wäre es mir selber aber, wenn wir uns in ziemlich genau 16 Jahren, nein, ich muss das relativieren, in 16 Jahren, je nachdem, wie die Politik will, auch in 18, 20 oder 21 Jahren dann zur Abschiedsvorlesung hier wieder treffen werden. Und damit das klappt, sollten wir Höllerers Beispiel folgen und uns jetzt erstmal ein wenig stärken, wozu ich Sie alle gerne herzlich einladen möchte.